Bone meal time. Epic bone meal time. Ja, ein Baum. Oh, Baum. Baum. Ne, ich hab keine Krug mehr. Baum. Meine Bestimmung, auf diesen Baum loszugehen. Baum. Okay. Ja, okay, es reicht. Baum. Baum. Wie kommt der Cobblestone voran? Wieso ist da Lila? Ah. Weil da der Cobblestone rauskommt. Hm. Arbeitet der automatisch? Nein, oder? Ja, den bitte. Kann man dann umfunktionieren, dass da irgendwie ein Blockbreaker oder so ist. Aber bis wir zu einem Blockbreaker kommen, mit dem Voranschreiten, das wir momentan haben. Ach, wir kommen recht gut voran, glaube ich. Wenn das so weitergeht, drücken wir in drei Folgen immer noch Stein durch ein Gitter. Ich hab eine Erde, zack. Du hast eine Erde, ja. Jo. Was nehmen wir denn? Die Bananen nehmen wir mal als erstes. Ja, also die Bananen würde ich auf jeden Fall haben. Ich mag Bananen. Aha. Ich mag Bananen. Bananen. Die Frucht. Bananen. War schon klar. Nicht das Auto. Ja. Nicht das Auto, genau. Kann ich sonst irgendwas machen? Nö. Das goldene Lasso liegt hier drin einfach so rum. Hm. Ja, wenn man das noch nicht gebrauchen kann. Meinst du? Guten Abend, geschlossene Gesellschaft. Hallo. Also, du darfst gerne hier bleiben. Wen haben wir denn Nettes? Den Kali. Na, was macht ihr Schönes? Aufnehmen. Ach, ich sehe gerade, hier steht nur noch privat. Hier steht nicht mehr, nicht bitte nicht stören. Ah, ja. Ach so. Das kann man da vielleicht wieder hinschreiben. Mach ich später. Wie läuft's mit dir, Kali? Ja, geht. Hat eine Runde geflattert. Ah, du bist ja im Fernsehen. Okay, nicht wirklich. Hallo, Mama. Was nehmt ihr denn gerade auf? Video. Ja, und ich sehe deine Maus. Alter. Oh, echt? Oh, sorry. Was denn für ein Spiel? Minecraft. Ach so. Da geht die Begeisterung gleich runter. Weil das so. Weil es so ganz selten ist, das müssten wir der Welt erstmal zeigen. Ah ja. Das kennt kaum wer. Genau, das sind die erstmals Feier, die das machen. Und so. Das haben wir aus dem anderen Plan schon vor 5 Jahren gemacht, aber okay. Macht jemand. Ja. Es ist ja nicht Vanilla. Nee, es ist Schoko. Alter. Also nicht Banane. Nee, Bananen sind drin. Ja, Bananen haben wir. Bananen haben wir gerade auf Erde gesetzt, ja. Bananenbaum. Mhm. Na ja. Hey, vielleicht kriegen wir in diesem Spiel auch noch einen Kürbisbaum. Kürbisbaum? Ja, das ist ein Insider. Und einen Schokoladenbaum. Ich hab nur nicht auf klar, dass ich Kürbisbaum gesagt habe, wo ich eine Mandarine geschmissen hab. Was? Stimmt, du hast... Er hat eine Mandarine in den Busch geschmissen und hat gesagt, da wächst irgendwann ein schöner Kürbisbaum raus. Wachse-Kürbisbaum, hab ich gesagt. Was hast du gesagt? Wachse-Kürbisbaum, hab ich gesagt. Ach ja, genau. Erstens einfach Kürbisbaum und zweitens bei der Mandarine, ne? Ja. Naja, dann bis später, Leute. Jo. Jo, danke. Viel Spaß dir noch. Euch auch. Wir brauchen mehr Setzlinge. Hat noch wer 4? Ja, Null. Genau 4. Okay. Ja, dann schmeiß mal ins Barrel rein. Welches? Egal. Jo. Das eine. Das eine hier? Okay, dann mach ich hier. Erde da oben ist fertig. Zack. Wir brauchen mehr Kobbel. Ja, ich glaube, der nächste Dreck wird für Kobbel verwendet. Mhm. Sobald wir die Gender mal haben, ist das alles kein Ding mehr. Ich stell mir gerade vor, wenn ich irgendwie... Late Game kann man in Minecraft nicht sagen, aber wenn man schon, doch kann man eigentlich sagen, Late Game in Minecraft mit Mods ist, dann einfach schon die ganz hochwertigen Sachen hat und dann einfach hier zuhört, irgendwie, ja, den nächsten Dreck verwenden wir auf Kobbel. So, was? Wie bitte?
Was macht ihr da? Den nächsten Dreck verwenden wir auf Kobbel. Okay, haben wir in der Zwischenzeit noch irgendwas, was wir machen können? Ganz viel sogar. Haben wir nochmal... I'm smelting, I'm smelting. Ach, das Teil. Dark Knight, cross the sky. Du kannst so schön singen. Ich weiß. Mach schon mal eine blaue Blume. Und Pfirsich. Pfirsich brauchen wir nicht. Und Schleim. Schleim ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ja. Ja, im Halt ist Schleim schlecht. Aber ganz ehrlich. Um jetzt... Wobei, gut, wir haben jetzt Clay in gewisser Weise. Aber trotzdem, es ist ein verdammt nochmal hoher Aufwand. Ja, sobald wir Cobblegen haben, ist das auch kein Ding. Naja. Aber wie wird die Smeltery gemacht? Ich habe davon noch nie eine bauen müssen. Aus Grout. Ganz viele Steine. Grout? Grout. Andersrum. Tada. Hat sich da jetzt... Das ich hab einen Stein. Gern. Und ein Grout gibt ein Sears Brick. Ui, okay. Und wir brauchen für so ein ganzes Teil mehr oder weniger... Wie viele Sears Bricks? Mal schauen. 8 brauchen wir. Dann nochmal mindestens 9 für den Boden und nochmal 12 für das Drumherum. Nö, brauchen wir nicht, weil wir die als Reward kriegen. Kriegen wir? Ja. Oh. Und ich meine, jeder von uns kriegt die, also können wir gleich die größte Forge bauen. Okay. Gut, ich meine, wir haben, wir kriegen die Strukturen, das heißt, wir brauchen... Wir brauchen einmal 8 Grout für den, für die Öffnung da, für den Ofen selbst. Ofenblock. Ja, für den Controller. Dann nochmal 6 für die Drain. Sind 14. Genau, nochmal 3 mehr für die, für die Faucet, war das, glaube ich. 17. Ui, ein großer Baum. Dann brauchen wir nochmal, andersrum, ein Seared Brick normal. Den 21. Da noch ein Seared Tank. Tanken. Oh, da steige ich mal wieder oben drauf. Ein Seared Tank sind... Nochmal 8. Sind dann 29. Und dann brauchen wir noch ein Casting Table. Casting Table. Also brauchen wir 36 von diesen blöden Kramsgedöns. Heißt, wir brauchen... 36 mal 9 Blöcke an verschiedenem Kram. Nicht 36 mal 9. Nee, warte mal kurz. 4 mal 9 Blöcke. So. 36, wir brauchen 36 Blöcke. So. Da kriegen wir 2 raus. Wir brauchen 40 Blöcke. Nee, warte. Pink. Übrigens, Pink. Wieder gesagt. Band. Was macht der Dreck eigentlich? Hat den schon mal rausgeholt. Mhm. Ein Koppel ist dabei schon draußen. Was macht der Dreck eigentlich so? Er denkt vor sich hin. Man würde uns sogar... Wie geht's mit unserem Dreck heute? So ohne Kontext, man würde uns glaube ich sogar als krank halten. Mit Kontext auch, aber das ist was anderes. Das Wort kenne ich nicht. Nein, mit Kontext nur für Hobbylos. Jetzt hätte ich schon fast runtergehauen, hey. Das täte dir aber auch leid. Hätte mir leid, ja. Das ist eine andere Zeit gewesen, aber okay. Autsch. Gut, ich meine, dann brauche ich mal trotzdem 18 Barrel Wasser. Ja, aber ehrlich... Was heißt Crook eigentlich? Guck nach. Die kann man auch manuell füllen. Die Barrels, die kann man manuell füllen. Kein Ding. Gut, stimmt, ja. Hey. Ich mach mal nochmal so einen Silkbaum. Okay. Ah, da ist schon wieder einer gewachsen. Also ich hab Hunger. Habt ihr noch was zu essen? Gar nichts mehr. Ich hab ein paar Möhren. Möhren, genau. Maden. Maden. Möhren, genau. Hey, da ist nichts mehr drin. Ja, jetzt brauchen wir Dreck für Essen. Dreck
Also Crook ist in dem Fall, wenn man mal überlegt, wie das in dem Fall aussieht. Hey, das ist eine Lüge. Leute. Ja. Was man so schon. Eine Lüge. Geil. Egal. Ja, Crook ist jetzt. Eigentlich, also wenn man sich die Form anschaut, ist eigentlich ein Hirtenstab einfach. Okay. Weil das so viel Sinn macht, wenn man viel mehr Salzsäge rauskriegt. Du bist mein Hirte. Du bist mein Hirtenstab. Also wer Hunger hat, da liegt eine Lüge. Wo? Lüge? Ja. Jetzt verstehe ich das erst, ja. Bevor ich den Kuchen gesehen habe, habe ich es jetzt endlich verstanden. Also, ja, logisch, klar. Wirklich, kurz, also so die Millisekunde, bevor ich ihn gesehen habe. So, Lüge. Was hast du da eigentlich für ein... Was ist das eigentlich? Ist das eine Haselnuss oder was ist das? Ein Acorn, ja. Ah, Ahorn. Ja. Nee, nicht Ahorn. Eichel. Boah, ich weiß nicht. Warum denke ich bei... Versteht man gar nicht, wie ich bei Acorn immer an Ahorn denken könnte, ne? Was ist da ein Ahorn auf Englisch? Maple. Ahorn. Nee, Maple. Oh. Maple? Maple Syrup. Mhm. Ah. So, ein Cobblestone habe ich nochmal und zwei kleine Kieselchen. Dreck ist schon in Produktion. Okay. Dankeschön. Mary had a butcher shop. Scharf. Scharf? Was ist das eigentlich für ein Reward? Was ist das für ein Dingsbums? Was denn hier? Safari Net, einfache Benutzung. Ach so, ja. Macht keinen Sinn, weil wir ein goldenes Lasso haben. Und Flugtrank. Flight Postfix. Hm? Localization. So, und nochmal Dreck und nochmal durch die Sieve. Deceive. No one deceives me. Da. Wo war das jetzt her? So, jetzt haben wir zwei Kurbel. Eleanor Siegman, 115. Also doch. Ja. Wie ich das einfach aus dem kurzen Teil rausgehört habe, dass es das war. Hast trotzdem gefragt. So, mal schauen, ja, weil ich nicht sicher war. So, warte, das sind bestimmt Special Effects, die möchte ich mir ansehen. Naja, das wird halt dann irgendwann zur Lava, wenn es heiß genug ist. Dann kannst du es aufheben. Das kleine bisschen, ja? Müsste das nicht voll sein? Nee, das muss nicht voll sein. Okay. Aber ich weiß nicht genau, wie viel Kobbel man braucht. Ich glaube, jetzt sind 3 drin oder 4. Brauchen wir denn nicht mindestens eine Supernova-Fackel, damit da irgendwas passiert? Oder ganz, ganz viel Geduld. Die gibt's zwar auch in dem Modpack, die heißt Magnum Torch. Ja, das ist doch keine Supernova-Fackel. Das ist einfach eine Fackel, die verhindert, dass irgendwas Böses mit bösen Gedanken kommt. Supernova-Fackel ist eine Sonne am Stock. Ganz viele Taschen. Selbst das nicht. Ich weiß, was ich meine. Naja. So bildlich gesehen. Und bis du es schaffst, die Sonne auf den Stock zu stecken, ohne dass der Stock einfach verglüht. Ist eigentlich auch, Lava fertig. Was? Der Baum hat mich umarmt und er wirkt. Aber das reicht noch nicht. Wir brauchen, glaube ich, noch ein oder zwei Kurbel. Wenn ich Blätter und Äste mit der Hand abreiße, kriege ich kaum Setzlinge raus. Wenn ich mir aber einen Hirtenstab bastle und mit dem auf die Blätter einschlage, kriege ich da viel mehr raus. Sieht so aus. Obwohl Crook kann ja auch Haken oder Schwindler oder Gauner bedeuten, also... Ein Gauner. Liebe teilweise die Übersetzungen, ne? Die sind so Müll. So, jetzt haben wir bestimmt noch genug für Dreck, oder? Ich mach grad. Boah, hast du viel Saplings. Wie viel hast du noch? 18 glaube ich. Ja, 18 waren es. So. Ja, nee. Jetzt haben wir nochmal dreimal Dreck, das reicht locker. Dann können wir gleich eine Farm bauen oder so. Ja, dann können wir endlich. Hey, wir haben 3 Dreck, jetzt können wir endlich eine Farm bauen. Wieso wächst die Banane eigentlich nicht? Vielleicht braucht die Jungle Tree Maße. Also 4 Vielleicht braucht die einfach noch mehr Knochenmehl.
Tada! Oh, da. Mach ich doch. Warte mal. Aber die sind noch grün, die müssen noch reifen, glaube ich. Ach so. Aber die ist verdammt groß. Aber so sieht ein Bananenbaum schon aus, ja? Naja. Ja, mach mal die Blätter weg. Vorsichtig. Hell, null name. Ich hab einen Jungle-Sapling gekriegt. Ich hab einen Jungle-Sapling gekriegt. Okay, schön. Also nicht mit Crooks kaputt machen. Nicht? Nee. Ups. Dann kriegst du Jungle-Saplings zurück. Ich schätze, wenn du es normal machst, dann geht's auch so. Sehe ich gerade nach. Nee, Dschungel Leaves, da kann nur. Ich krieg da bisher gar nichts raus. Das sind normale Jungle Leaves, da kann nichts anderes rauskommen. Ganz normale Jungle Leaves, macht's mit dem Crook. Jetzt die Bananen. Nicht die Bananen. Die Bananen hängen an den Blättern, die hängen nicht an Baum. Warte mal, kann man die auch bauen, Mir? Nur mal zum Gucken. Was denn? Bone Meal. Kann man die Bone Meal machen? Ah, das geht. Ja, cool. Cool. Zack, rechts klick drauf, rechts da. Ernte man die. Ja. Huch, wo ist meine Eichel? Da. Hey. Ich wollte nicht die erste sein, der lacht, und ich hab's geschafft. Alter. Was nehmen wir als nächstes? Die Birnen. Boah, wo ist meine Eiche? Wo sind meine Birnen, ne? Bauen wir die auch mal. Ich möchte mal sehen, wie der Baum aussieht. Tada. Oh, nice. Das ist langweilig. Jetzt die Birnen auch, eine Birne auch mal Bone Meal, damit wir sehen, wie die Birne fertig aussieht. Ah, ich hab Grass Seeds bekommen aus dem Dreck. Cool. Okay, mit Rechtsklick baut man die Dinger nicht ab, sondern pflanzt direkt hinterher. Morsel. Ein Morsel. Fruit Salad. Wie viel Stein hast du bekommen? 2 Stück. Die ist einfach kompletter Fruchtsalat wirst, wenn du 2 Birnen in eine Schale schneidest. Kann ich das hier einfach so reinwerfen, oder? Nee, du musst es erst zum Cobblestone machen. Achso, okay. 4 Stück von den Steinchen. Ui, ich leg's einfach mal rein, weil. Ja. Ey, das sind nur 4 Stück hier, cool. Hey, der andere Baum ist auch schon gewachsen. Ja, hab ich grad. Achso. Den muss ich das jetzt reinwerfen? Mit Q oder was? Nee, mit Rechtsklick. Rechtsklick. Boah! Das ist jetzt schon genug? Komm, das ist schon. Ah, das reicht immer noch nicht. Fix. Das muss richtig voll sein, also. Das ist unter den Rand. Knapp. Na komm, Blatt, werd weiß. Werd weise. Warte mal, was kann man mit der Banane. Oh, da kann man richtig schöne Sachen mitmachen. Lass mich raten, ein Obstsalat. Zum Beispiel. Man kann auch Fruit Punch machen, irgend so ein Getränk. Bananenjoghurt. Ja, ein Früchtepunsch. Bananenjoghurt, wow. Doch voll cool. Bananenjoghurt, hallo. Geil ist das in Minecraft. Richtig geil. Endlich mal. Kannst du erstmal nur 2 Bananen haben? Ja, weil die anderen beiden hat jemand abgeschlagen, als jemand die Blätter kaputt gemacht hat. Oh Mann, wer war dieser Trottel, ey? Oh Mann, ey. Der erste, der laut labert, wahrscheinlich. Der erste, der den Verdacht von sich ablenkt. Ja. Was? Wir nur wissen, wer es war, welches Arschloch. Ja, du. Nein. Ein bisschen was zu essen. Weil du so künstlich überreagierst. Themawechsel. Und plötzlich einen Themawechsel verlangst. Knochen und Zombiefleisch. Wie viel haben wir davon? Hustest. Ja, okay, ich geb's jetzt zu, ey. Gut, 5 Zombiefleisch, das heißt, wir brauchen noch ein paar Knochen. Oh, es fühlt sich so gut an, ey, wenn man was gebeichtet hat. Ja. Hat noch jemand. Da ist einer, okay. Was denn? Wir brauchen 10 von jedem. Es fühlt sich so gut an, wenn man ehrlich ist. Ja. Hab ich gehört. Nee, so, hab ich mal gehört. Wir brauchen 10 Rotten Flesh und 10 Bones. Das heißt, wir brauchen noch 10 Nacht. Was ist das denn Schönes? Hm? Glowstone kriege ich von das durch. Was? Fungus Among Us, einfach. Fungus Among Us, das ist ein toller. Das ist ein Zauberspruch. Ja, ich hab Lava. Ich hab Lava rausbekommen. Ja. Yay, yeah, jetzt fehlplatzierst du die und dann haben wir ein Problem. Alter, mach jetzt bloß keine Scheiße.
Ich glaube schon, dass ich die hier einfach platzieren kann. Ja, okay. Cool, wir haben Cobblegen. Ja. Cleanstone Gen wäre zwar geiler, aber. Boah, das ist schon verbrannt, ey, ganz. Ja. Brennen die Slabs inzwischen? Ja. Ja. Ne? Dann nicht. Okay. Aber wir haben noch eine Cobble Slab oder zwei von der Slab Furnace. Ja, du, ich kann ja auch einen Block drüber setzen. Nein, wir nehmen Slabs, die sind stylischer. Ach so. Vier sind sogar, die übrig geblieben sind. Wow. Gigantisch. So, jetzt brauchen wir einen neuen Eimer. Weil der Eimer jetzt im Eimer ist. Mhm. Ein Clay habe ich noch. Ein Eimer im Eimer, das wäre ein Virtual Eimer. Ein Eimer-Saption. Oh, ah, ne. Wie riesig diese Banane einfach ist. Das ist eine 1 Meter große Banane. Knapp. Ach, Morsel. Kannst du daraus eigentlich ein Dings pflanzen? Was ist der Banane? Nee, mit dem Acorn. Mit dem. Ich würde es ausprobieren, ja. Aber ja. Da brauchen wir erstmal wieder Dreck für. Das ist einfach so armselig. Wir haben nicht genug Dreck. Ich mach mir jetzt auch mal eine gescheite. Oh fuck, ich hab Hunger. Oh Lord, bitte hilf uns, schenk uns mehr Dreck. Da oben liegt ein bisschen was zu essen drin. Wir haben Seidenspanner. Ja, gekocht. Die geben Essen. Ja, aber wie viel? Ein halbes. Vor allem, ich weiß ja, wie groß die eigentlich sind. Die sind vielleicht einen Zentimeter lang und dann, ne? Die einzeln zu kochen, das ist doch langweilig. Das lohnt sich doch gar nicht. Eiweißhaltig, ne? Ja, das ist aber. Kannst du sogar auf ein bisschen Gras rumkauen, das ist genauso nährstoffreich. Ich mach mir mal eine Flint-Axt. Diese Mary, ne? Mhm. Versuchen wir mal das Fungus Among Us. Fungus Among Us. Was wäre denn Mongo? Oh, die Pilze. Pilze sind eine großartige Nahrungsquelle. Genau. Samt um was versiften, bis man antike Sporen findet. Und die dann auf dem Dreckblock. Ancient ist aber nicht antik. Doch. Uralt antik. Wasser zum Anfang. Dann wird ein Witch wurde. Hexenwasser also. Wer sägt? Ich. Ich hab mir eine Axt gemacht. Nein, Econ.